Gott und überlasst sie nicht irgendwelchen nationalistischen Patrioten, die nichts weiter im Kopf haben, als ihre kleine, schmale Welt zu verteidigen auf Kosten aller anderen. Das Haus der Demokratie hat eine Erklärung verfasst, in dem sich massiv als ein Haus, was 1989 entstanden ist, von diesen nationalistischen Wallungen distanziert. Wir werden unser Haus öffnen für viele Diskussionsveranstaltungen, weil der Protest nicht etwas, was wir heute machen. Heute ist es wichtig, zu zeigen, dass wir stark und viele sind. Der Protest und die Diskussion muss weitergehen. Wir werden es tun. Und wir laden euch alle herzlich ein. Beteiligt euch daran. Unterstützt die Initiativen in Marzahn und Hellersdorf und woanders. Kümmert euch drum, seid gegenseitig solidarisch mit euren Nachbarn und lasst sie nicht alleine. Leute, wir müssen hier leider weiterlaufen. Die Polizei macht ein bisschen Druck. Hinter dem Roten Rathaus stehen die Rechten. Sind ungefähr 200 Leute, die da gerade stehen. Ich würde sagen, wir sind ein paar mehr. Und weil wir ein paar mehr sind, sollten wir auch richtig viel Druck machen. Wir sollten laut sein. Wir sollten sagen, dass wir kein Kopf auf so eine Leute in Berlin haben. Kein Kopf. Es ist auch immer noch Platz in Richtung der Absperrung, in Richtung der rechten Demo. Es ist noch Platz, es ist noch Luft, lauter zu werden. Wir können denen zeigen, dass Rassismus hier keinen Platz hat. Dass wir gemeinsam uns jeder Form von Rassismus in den Weg stellen.